Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video des 7 Deadly Sins Grand Cross. Wir sind immer noch auf dem Weg zu 1000 Abonnenten. Es fehlen unter 30 Leuten, also wenn ihr mich supporten wollt, ihr meine Videos schaut, ihr sagt, ey, ich gucke deine Videos gerne, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und noch ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar, falls ihr Hilfe braucht in 7 Deadly Sins Grand Cross, braucht ihr nicht immer nur Kommentare schreiben. Klar, die beantworte ich super gerne auf YouTube. Aber wenn ihr generell ein bisschen mehr Hilfestellung braucht, der Link unten zu meinem Discord ist in der Videobeschreibung. Wir sind fast 200 Leute, da findet sich immer jemand, der euch die richtigen Ratschläge gibt. Und da würde ich sagen, kommen wir zum heutigen Thema-Video. Und zwar haben wir ja den Super Awakening Coin Farm Dungeon bekommen, den wir 30 Minuten Super Awakening Coins farmen können. Und heute will ich mit euch durchgehen, wie wir das Ganze denn am besten machen. Denn das Problem beim Super Awakening Coin Dungeon ist, dass man ihn sozusagen in einer halben Stunde nur 12 Mal machen kann. Das heißt, der ist limitiert. Und damit wir dort das Maximale an Super Awakening Coins rausholen können, gehen wir natürlich die leichteste Methode an. Das heißt, wir machen hier einmal den Uhrenturm auf. Jetzt haben wir den auf. Ihr seht, ich habe ihn bis jetzt noch nicht gemacht, aber das ist nicht schlimm, denn wir farmen hier alles in der untersten Stage, denn das lohnt sich meiner Meinung nach am meisten. Wenn wir nämlich hier drauf gehen, sehen wir, dass wir hier eine 95% Chance haben, eine zusätzliche Kiste zu droppen. Und das ist unser Ziel. Und zwar gehen wir hier wie folgt vor. Wir nehmen uns ein Team mit AOE-Charakteren. In dem Fall Zariel bietet sich an, Lost Vayne bietet sich an, der grüne Golfer und Deathpierce. Wenn man die Charaktere nicht hat, kann man hier Lost Vayne auch durch The One austauschen oder man kann ein ganz anderes Teamspiel. Man kann mit dem grünen Dämon Hendrickson, dem grünen Shin und dem grünen Golfer, Deathpierce und grüner Golfer würde ich immer drin lassen, einfach wegen den angriffsbasierten Werten, die man hier mehr bekommt. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir das erste Mal rein. Sind hier auch gar nicht so auf die Zeit aus, denn ja, wie gesagt, wir können das Ganze eh nur 12 Mal machen. Und je nachdem, wie viel Glück wir haben, bekommen wir hier in diesem Dungeon etwa 24 Super Awakening Coins, wenn wir Glück haben, sogar mehr. Und zwar gehen wir hier wie folgt vor. Wir tun hier das Maximale an Damage raushauen, was wir können. Das heißt, wir gehen hier auf Zariel, ranken einmal ab und hauen hier einmal die Lost Vayne-Fähigkeit rein. Und was wir jetzt hier in der ersten Runde machen wollen, ist, wir wollen hier oben einen zusätzlichen Drop an Kiste haben. Das heißt, wir tun jetzt hier immer die ersten drei Mobs killen und warten, bis wir hier auf jeden Fall eine Kiste haben. Wenn wir diese Kiste nicht haben, gehen wir immer wieder raus und rein, bis wir sozusagen hier eine Kiste haben und dann in die zweite Phase gehen. Wir haben hier eine zusätzliche Kiste bekommen, das heißt, okay, diese Stage beenden wir. Immer wenn wir diese Kiste nicht haben, gehen wir wieder raus und wieder rein. Dann haben wir immer garantiert zwei Super Awakening Coins und müssen und bekommen hier mindestens 24 Münzen. Sehen, die Stage ist relativ einfach. So, haben die Stage damit jetzt erledigt. Und sehen wir hier, wir bekommen zwei Super Awakening Coins. Machen das Ganze natürlich jetzt hier noch einmal. Schalten das hier einmal aus. Gehen hier wieder rein. Und gucken mal, dass wir auch einen Run hinbekommen, wo wir sozusagen wieder rauskippen, wenn hier oben dann in der ersten Phase keine Kiste zusätzlich droppt. Haben hier wieder eine Kiste, das heißt, hier bekommen wir wieder zwei Super Awakening Coins. Ist also perfekt. Das Ganze geht, wie gesagt, 12 Mal. Denke mal, für einen direkten Kill langt es leider nicht. Nee. Bekommen jetzt hier diese Runde wieder zwei Super Awakening Coins. Das machen wir bis zu 12 Mal halt eben in einer halben Stunde.
Hier sind sogar jetzt 4 Super Awakening Coins gewesen, die wir hier einfach zusätzlich bekommen haben. Mega krass. Ihr seht also, wir bekommen mindestens 24. Wir jetzt hier nochmal rausgehen. Sehen wir hier, wir haben hier einen Herausforderungszähler von 10 von 12. Gehen hier sogar nochmal die Stages oben drüber durch. Dort kann es nämlich auch passieren, dass wir keinen zusätzlichen Kistendrop bekommen. Immer wenn wir keinen zusätzlichen Kistendrop bekommen, gehen wir einfach wieder raus. Denn sonst bekommen wir nur ein Super Awakening Coin. Im schlechtesten Fall, und das wollen wir nicht. Wir wollen immer mindestens 2, damit wir mindestens 24 Super Awakening Coins bekommen. Ihr seht, die zweite Stufe ist schon wesentlich schwerer, deswegen lohnt es sich dort nicht, die ganze Zeit zu farmen, bis man eine Kiste bekommt oder die schwerste. Deswegen farmen wir hier immer die leichteste. Seht, jetzt in der ersten Phase, in der ersten Stage hätten wir jetzt schon die erste Reihe gelegt. Das passiert hier in der zweiten nicht, deswegen farmen wir in der ersten. Aber natürlich lohnt es sich, jede Stage wenigstens einmal zu machen, damit ihr sozusagen wenigstens hier die ganzen Coins bekommt, die man fürs erste Mal erledigen bekommt. Hier haben wir jetzt, wir haben tatsächlich beim letzten Gegner noch eine Kiste gedroppt, das heißt, hier können wir auch wieder beenden, müssen hier nicht rein und raus. Macht es natürlich maximal schnell, also ihr versucht wirklich trotzdem so schnell wie möglich die 12 Runs hinzubekommen, weil es kann tatsächlich sein, dass ihr manchmal 3, 4 Runs braucht, bis ihr eine zusätzliche Kiste droppt. Ich habe hier tatsächlich jetzt gerade die ganze Zeit Glück und droppe die Kisten einfach so. Eventuell langt das schon. Ganz knappe Geschichte. Aber ihr seht schon, um wie viel Zeit es länger dauert, diese mittlere Stage zu legen. Und idealerweise spielt ihr das natürlich immer am Handy. Das Handy ist einfach schneller als der PC. Wieder 2 Münzen bekommen, plus die zusätzlichen 6. Wir probieren das Ganze jetzt nochmal in der niedrigsten Stage, bis wir hier einen Run rausbekommen, bei dem wir sozusagen einmal skippen müssten. Gehen hier wieder in den untersten rein. Spielen natürlich immer mit Attack Food. Das heißt, ihr braucht eigentlich nur ein Team, was sehr hohen AOE-Schaden macht, um sozusagen diese erste Runde wirklich schnell zu legen. Die zweite Runde kann man dann ja eigentlich theoretisch genauso schnell legen. Das Team, was ich benutze, muss nicht unbedingt das Optimalste sein. Ihr könnt da eigentlich benutzen, was ihr wollt, solange ihr genügend AOE-Schaden macht. Haben hier jetzt keine Kiste bekommen. Und hier haben wir auch keine Kiste bekommen. Jetzt wäre der Fall, wir gehen raus und machen das Ganze gerade nochmal.
Denn jetzt hätten wir nur ein Super Awakening Coin bekommen. Das ist uns natürlich zu wenig. Das ist nicht das, worauf wir hinaus wollen. Wir wollen tatsächlich immer mindestens zwei haben. Gehen hier wieder rein, starten das Match. Und das machen wir einfach so lange, bis wir sozusagen unsere 12 Runs durch haben und mindestens unsere 24 Super Awakening Coins hier erfarmt haben. Das ist natürlich jetzt ein optimaler Run. Denn jetzt können wir hier alles in der ersten Runde legen. Haben hier wieder eine zusätzliche Kiste, das heißt, wir beenden den Run. Kommen in die zweite Phase. Und die scheinen wir hier auch direkt beenden zu können. Ja, vielleicht auch nicht. So, ja, und so machen wir das, bis wir die 12 Runs durch haben. Denke mal, es ist wirklich sehr, sehr einfach, hier die Super Awakening Coins zu farmen. Ich werde trotzdem nicht all meine Schlüssel hier für den Super Awakening Coin Dungeon ausgeben, denn ich werde den Weg gehen und meistens Ambosse farmen, weil es einfach so viele Sets zum Leveln gibt, so viele Sets, wo man rerollen muss. Und das macht halt einen Unterschied, ob man jetzt nur 24 Super Awakening Coins bekommt oder zwischen 800 bis 1000 Ambossen. Und dann würde ich sagen, soll es mit dem Video von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.